Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Als ehemaliger Bürgermeister musst du da bleiben. Ungeschriebene Gesetze. Wir sind in Sauerlach, also besser gesagt in Arget, liebe Zuschauer. Das ist vor dem Heimatmuseum. Sie sind jetzt ehemaliger Bürgermeister? Nein, der da. Sie? Der da. Sie sind ehemaliger Bürgermeister? Und mit Knieschonen? Was macht denn der ehemalige Bürgermeister? Jetzt arbeitet er mal was Gescheites, oder was? Garagen einfach erneuern. Ihre, oder was? Das ist das Anwesen des ehemaligen Bürgermeisters. Wie lange waren Sie Bürgermeister? 12 Jahre. Wie ist denn der Name? Walter Giegel. Der Herr Giegel ist es. Ja. Ich suche Walter. Wir sind ja fast im gleichen Alter. Aber mit mir könnt ihr ja gar nichts anfangen, ich bin in Rente. Und jetzt werden Fliesen gelegt? Ja. Was macht man sonst noch, wenn man in Rente ist? Ha, was macht man sonst noch? Was haben wir gestern gemacht, Herr Rentsch? Und Sie sind der Assistent, oder was? Der wohnt im ersten Stock. Das ist also ach so. Ich gebe gute Ratschläge. Wo kommt der denn her? Wo kommen Sie her? Ich komme nicht von hier. Woher denn? Ich komme aus der damaligen DDR. Wo genau? Oschersleben. Aha, und wie dann hergekommen? Ja. Schweißfuß des Harzes. Echt? Mhm. Und jetzt riecht es besser in Arget? Och, jetzt bin ich schon 40 Jahre hier. Wie kamst du nach Arget, in das schöne kleine Örtchen Arget? Ja, die Arbeit hat mich daher getrieben. Und dann wieder gleich eingespannt zum Arbeiten? München und von München haben wir gleich eine Stelle gefunden und dann sind wir hier rausgezogen. Das ist ein schönes Örtchen, schöne Gegend habt ihr da. Schon, oder? Ja. Wir tun ja auch täglich was. Wie lange waren wir denn Bürgermeister, Walter? 12 Jahre. Und was ist da erreicht worden durch den Herrn Giegel? Wirklich? Was war man für eine Partei? Keine Ahnung. Ist doch eigentlich bekannt. Nein, die Zumutung ist, dass sie mich danach fragt, das weiß man doch. Ich bin nicht so erkundig, was Arget und Sauerlach betrifft. Ich komme aus der Stadt. CSU. 40 Jahre CSU. Und was haben wir gemacht in den 12 Jahren? Wir haben Sauerlach umgeräumt. Darum freue ich mich aber, wenn man so Kerle sieht wie ihn. So, jetzt stellen wir den auch noch vier. Wer ist er? Josef Kastenmüller, alter Sauerlacher. Ja? Ja, altes und? Geschlecht in Sauerlach. Was ist so los in Sauerlach? Arget auch schon Privatier? Ja, aha. Bin schon Rentner. Was hat er gemacht? Spedition und Holzhandel. Haufen Geld verdient. Das verschweige ich. Da kommt noch einer. Wir haben einen Kanal gebaut, 55 Kilometer Kanal haben wir gebaut, 24 Kilometer Wärmeleitung, 18 Kilometer Wasserleitung, ein Pflegeheim, ein Marktplatz. Alles, was in Sauerlach sehen und neu ist, haben wir gebaut. Hat das auch Spaß gemacht immer? Baustellen haben immer Spaß gemacht, es sei denn, es sind so Anleger wie der Kastenmüller. Aber ich habe mich gut mit ihm vertragen, weil er hat was zurückgebracht. Ja, ja, ja. War der Besler. Wird er besser? Ja. Fragen wir nicht weiter nach, gell? Ja, wie schaut es denn aus mit den Fliesen? Ist alles gut? Ist alles gut gemacht? Nein, die Schiene ist durchgerostet. Schiene ist? Nein, ja. Wann soll die fertig werden? Heute noch? Nein, am Nachmittag kommt die Sonne, da tue ich nichts. Ach so. Das wäre auch nicht so schlecht, oder? Und Sie machen dann auch nichts? Ich tue auch so nichts. Also, ich komme auch noch Sauerlach, ganz ehrlich, wenn man da nichts tun muss. Ja. Nein, meine Arbeitsgeschwindigkeit ist nicht die schnellste. Ich war gestern in Bierzeit in Unterfingen. Ist auch nicht so. Ja. Und wann kommt man dann heim? So? Ich bin nicht mehr gewohnt, um 11 Uhr war ich daheim. Das ist aber früh. Ich gedacht, das geht länger bei euch. Passt schon. Ja. Heute auch wieder, morgen auch wieder? Heute nicht, aber morgen und übermorgen. So, wer ist jetzt sehr hier, den wollen wir auch noch vorstellen. Servus. Servus. Ich bin der Schätzelklaus. Du bist der Klaus. Zu dieser Gruppe. Seid ihr so eine Gruppierung da herassen? Ja, ja, ja. Ja, momentan sind wir gerade 12 Mann. Wir waren schon mal mehr. Ja. Aber die jungen Leute haben kein Interesse dazu. Jetzt speziell beim Obst- und Gartenbauverein oder was? Nein, speziell bei den Brenner. Bei den Brenner, wir sind ja bei den Schnapsbrenner eigentlich. Schnapsbrenner, da riecht es immer recht gut, oder? Wird sich einmal auf ein Stamperl da drüben im Heimatmuseum eingeladen? Das müssen wir mal probieren. Da trinken Sie 2 Stamperl warmen, lauwarmen, gut warmen Schnaps. Ja. Der geht bis in die kleine Zehe, garantiert. Ne? Ja, geht dann schon. Es ist ja auch, man muss ja sagen, die richtige Zeit. Es ist noch nicht Mittag, kann man schon mal ein Schnapserl trinken. Ein warmer Schnaps hat die doppelte Wirkung. Ja? Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war einmal eine von euch da. Der hat ganz gut geschmeckt. Der ist nicht mehr rausgekommen? Ja, rausgekommen schon noch, aber nicht mehr Auto fahren können, hat sie gesagt. Das macht sie mit Redakteurinnen und Moderatorinnen. Die haben gar nichts gemacht. Brauch. Sie hat selber getrunken. Hat er recht der geschmeckt? Hat so geschmeckt. Ja. Der hat so geschmeckt, aber ich habe so viel gelacht. Dann habe ich gesagt, die darf nicht mehr. Nein, hat er gesagt, wir fahren schon. Wir waren auch 3, eine Frau und 2 Männer da.
Kann man schon seine Zeit da drin verbringen, gell? Ja. Wie oft setzen ihr da so da? So schon mal, wie oft schätzen wir? Na, eigentlich nicht oft, eigentlich nur, wenn wir einmischen, wenn wir brennen. Und wenn einmal zwischendurch Arbeit ist, jetzt haben wir vorgestern haben wir einen Ofen gereinigt, ne, unseren Brennofen. Und dann ist halt einmal wieder Arbeit. Wir müssen jetzt dann demnächst abfüllen. Mhm. Was habt ihr denn so zum Auffüllen? Was ist jetzt denn haben so? Wir zur Zeit als erstes müssen wir einen Willi abfüllen. Ein Willi. Einen Willi mag ich sehr so. Gerne, einen Willi. Ja, der ist auch gut. Ja, ihr habt der ist uns sehr gut gelungen. Mhm. Ganz ehrlich, ohne dein Mil uns Lob, aber. Boma. Das ist sehr gut. Dann muss der Willi probiert werden. Ein paar Jahre lagern und dann ist er ja. Ausgesprochen speziell. Mhm. Ja, dann darf ich mal langsam versuchen, dass wir da mal reinkommen und ein wenig probieren. Ja, da weiterfließen, gell? Ja. Dass der Nachmittag auch noch begangen werden kann. Ich nehme den Ton auf, dann kann ich ja nicht mehr masseln. Nein, jetzt wollte ich also, Ton war dabei. Also, alles, was jetzt der Walter gesagt hat, war da drinnen, gell? Nein, hat er den Film drin? Dann lege ich. Das ist doch, jetzt ist das Gespräch beendet. Also bis gleich. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Ja, so schaut es dann aus. Also wenn ein Obst- und Gartenbauverein hier in Arget dann Schnaps brennt, dann wird er auch prämiert. Goldmedaille. Sag's dir. Ja, was waren das für? William und für einen Obstler? Für einen Obstler Gold und für einen William Silber. Wer probiert denn das? Was ist denn das für ein Wettbewerb? Das wird in Veitshochheim und in Weinstephan. Die einen machen die Prüfung und die anderen machen die Prüfung. Und da musst du überall eine halbe Liter hin. Und dann werden die das so chemisch untersuchen und Sommelier und so weiter. Es wird alles gemacht. Ja, aber wie wird denn ein Obst oder Willi gut? Also liegt es am Material, am Obst? Erstens einmal am Obst, das ist klar. Und zweitens an der Einmischung, wenn man es richtig einmischt. Und dann halt auch beim Brennen kann man auch Fehler machen. Wie habt ihr das gelernt? Gar nicht, learning by doing. Wie lange tüftelt man da, bis man mal so das dann heraus hat? Das dauert immer. Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei und es ist immer jedes Jahr irgendwie anders. Wir kommen immer wieder auf irgendwas drauf, wenn man es besser machen kann. Der Horst ist das, der Schäfe. Hast du mal gleich vier haben, Thierry? Oder gehen wir mal hin, weil was am besten riecht, da gehen die Fernsehleute immer gern hin, weißt du? Weißt du, wie schaut es denn aus? Was habt ihr denn wieder schönes gemacht dieses Jahr? Sauber gemacht, habt ihr einen Ofen sauber gemacht, gell? Innen, da. Ja, Feingrad Hülle, Feingrad Epfel. Innen haben wir sauber gemacht. Ja, weil was muss sauber gemacht werden? Wie machst du denn den sauber? Das fällt nicht so. Dass das Kupfer wieder rausschaut. Auch da oben. Weil das wichtig ist für die Katalysation von dem Alkohol. Weißt du? Wer putzen da alles mit? Gibt es einen Hauptputzer? Alle miteinander? Ja, bist du so lange drüber über so einen Ofen oder was? Das Putzen? Ist man so lange drüber über das Putzen? Ja, das dauert schon. Also. Wir haben voriges Jahr einen Außen gemacht. Ja. Dann kehrt er nächstes Jahr wieder. Ist er wieder dran? Ja, der hat eigentlich bald wieder gemacht. Oder bald wieder gemacht, ja. Durch das, dass man. Das ist ein Laug, was da nicht kommt. Ja. Dann sauber mal innen. Jetzt habe ich oben helfen müssen, läuft was daneben, läuft da rauf. Jetzt siehst du wieder den Farbunterschied. Oben ist er angelaufen, das Ganze, und unten ist halt da ein bisschen blank. Und jetzt wird er nur mal putzt, der Ofen, und dann schaut er wieder picobello aus. Mal, wie schaut es denn aus im Verein? Erweitert oder weniger geworden? Ha? Wie schaut es denn aus mit den jungen Brenner? Gleich blieben. Wir haben immer dieselben Mitglieder und dieselben Fleißigen. Kann nur mal ein Junge zutreten und denen würdet ihr die Brennkunst auch zeigen, hoffe ich. Aber sicher. Ja. Bloß momentan ist halt die Zeit, wo die Jugend andere Sachen im Kopf hat. Weil man hat die Mäudler im Kopf. Und dann irgendwann mal einen Schnaps, wenn die Mäudler spinnen. Wenn sie jung sind, dann schmeckt ihnen der Schnaps. Dann sagen sie, ich trinke, bevor ich ihn mache. So war ich genauso. Erstens habe ich beruflich keine Zeit nicht gehabt am Samstag. Weil wenn, dann sind die Arbeitstage am Samstag. Wenn irgendwas gemacht werden muss, ist das bloß, weil wir drei Rentner sind, da haben wir jetzt unter der Woche Zeit gehabt, haben wir das mit der Reinigung durchführen. Aber sonst habe ich auch gesagt, was interessiert mich der Schnaps, mal habt der schmeckt mir. Aber dann, wenn ich noch Zeit gehabt habe, habe ich gesagt, jetzt möchte ich wissen, wie überhaupt der Schnaps gemacht wird.
Und jetzt wisst ihr es gescheit? Ich nur so weit. Wir haben jetzt seit 2 Jahren eine Frau bei uns. Das müssen wir eine Brennerin. Wie denn narrisch? Ja. Wie ist denn die dazu gekommen? Die wohnt in Sauerloch bei einem Brenner. Ja. Wohnt die, der hat auch eine Brennerei daheim. Und da hat sie schon ein bisschen mitgemankt. Und dann hat sie mir gesagt gehabt, sie ist eigentlich über einen Artikel in der Zeitung. Da München Merker war ein Artikel über uns drinnen. Und zwar, ich glaube, damals über zu der 100-Jahr-Feier. Ja. Wo wir da das Ding haben. Und da hat sie gelesen und hat sie interessiert und dann ist sie zu uns gekommen. Ich werde verrückt. Und brennen Frauen jetzt anders? Ich weiß nicht, noch nie gebrannt. Das ist ja spannend, ob die Frau was anderes außer schmeckt, weil die Zunge des Mannes. Nein, das nicht. Die ist aber, sagen wir mal, eins. Sie bringt ein bisschen einen anderen Schwung rein, ein bisschen mehr Sauberkeit. Und das ist echt wirklich so. Spielst du mal ab und zu bei Glasler, wa? Ja, so muss ich denken. Die hat natürlich eine andere Sichtweise, ne, als für wir Männer. Aber wir sind froh, dass wir mal jetzt eine Frau dabei haben, weil vielleicht werde das noch mehr. Du, Frau ist jetzt da und ich will mal einen Geschmack probieren. Was haben wir denn schönes? Da haben wir mal wegen Schnapseln um eine Tageszeit, die Sie jetzt nicht wissen dürfen, liebe Zuschauer. Ein Willi oder Marillen? Ein Apfelbirne, den nehmen wir, den probiere ich einmal. Wie ist denn die Obsternte heuer? Wisst ihr schon, wie schaut es denn aus, wie wird es denn werden? Wir haben jetzt erst angerufen, weil wir haben jetzt Obst bei dem Bodensee unten, weil wir da die gleichbleibende Qualität haben. Und das ist ein Biobauer, mit dem arbeiten wir schon Jahrzehnte zusammen. Und dadurch hat sich halt bei uns die Qualität bei Weitem verbessert. Darf ich mal? Ja. Oh, der riecht aber schon gut. Da ist das Gerüchlein schon gut. Rudi, was willst du jetzt fühlen? Willst du Apfelbirne oder Marille? Das ist das Gleiche. Du, eine. Dann machen wir mal so. Wer stößt jetzt mit mir an? Will der keiner holen? Das kann ja nicht zappen und ich kann ja nicht alleine trinken. Nein, in diesen Morgenstunden. Das Frühstück, was war das? Hast du jetzt die Flasche mit dem Wasser erwischt? Ja, freilich, wahrscheinlich. Darum jedenfalls war es mal wieder ein Riesenspaß, bei euch gewesen zu sein. Das war mir wieder ein Fest, wenn ich ehrlich bin. Ja. Alle 2 Jahre wiederholen wir das. Ja, schauen wir mal, was da so passiert. Rudi, kriegst du ihn gleich. So zum Wohle auf euch hier in Agit. Moment, gib mir da gleich. Jetzt probiere ich erst einmal so einen Moment. Zum Wohl. So, jetzt auch. Genau, zum Wohle. Der geht schon. Am Vormittag. So, Rudi, und der ist jetzt für dich. Die möchten wieder den Schnaps. So sind Fernsehleute. So. Und das war's, liebe Zuschauer. Aus Arget bis zum nächsten Mal. Du, an den kann man sich gewöhnen. Zum Wohle. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wechseln auch Sie.